wenn ein Lied meine Lippen. Keine Ahnung. Heimat ist von wo ich herkomme. Ja, Heimat bedeutet für mich Land. Was soll ich sagen? Heimat ist Heimat, Amon. Heimat, ja, wo dein Vater herkommt, wo deine Generation herkommt. Oder zum Beispiel in Serbien für mich zu Hause sein, das kann für mich Heimat sein. Mit deiner Familie, was zu Hause zu sein, einfach, das kann für mich Heimat sein. Jetzt, wenn man mit der Familie zusammenlebt oder überhaupt man sich dort wohlfühlt, wo man gerade ist. Es ist egal, wo deine Heimat ist, es ist nur wichtig, dass du dich dort wohlfühlst. Was mache ich hier? Hallo. Was ist Heimat? Keine Ahnung. Sein eigener Platz, wo man geboren wurde, wo man aufwächst, wo man sich auskennt, sozusagen, ist für mich das Wort Heimat. Naja, wünschte man würde sich in seiner eigenen Heimat leben können. Es gibt Plätze, wo man es nicht kann. Ja, Heimat ist einfach dort, wo du weißt, was du machen darfst, was du nicht machen darfst. Nur leider, es ist schwer, in seiner eigenen Heimat zu leben, durch Religiösen oder durch Geld, Politiker. Wenn es solche Probleme gibt, ist es schwer, in seiner eigenen Heimat zu leben. Wo deine Familie und wo deine Freunde sind? Und wo du dich wohlfühlst. Für mich ist Heimat, wo man sich wohlfühlt, wo meine Familie ist, wo meine Freunde sind. Und ja, dort, wo wir Spaß haben. Wo du sein kannst, wie du bist. Ich finde die Heimat Wien einen sehr guten Start. Aber es ist leider sehr schmutzig und wir haben viel Spaß, indem wir also Kletterhallen besuchen. Also bei meinen Freunden übernachten. Ja, ich bin hier geboren, ich finde es toll in Österreich. Und ja, das war's. Ich bin hier also geboren, es macht sehr Spaß, es gibt immer neue Action und so, aber es ist leider schmutzig hier, es gibt so viele Kämpfereien und so, aber trotzdem macht es hier Spaß. Also in meiner Heimat kann man fast nichts machen, also ich will nichts mehr sagen, ciao, assalamu alaikum. Also für mich ist Heimat eigentlich haram, weil man sollte eigentlich auf seine Religion stolz sein und nicht auf seine Heimat. Also ich hasse es nicht, aber ich mag es auch, aber ich liebe es auch nicht so von ganzem Herzen. Ich trage nicht so welche Sachen von meinem Land. Also für mich ist es haram. Und für dich, Alex? Ja, also für mich ist es sehr wichtig, wenn es ist halt blöd, wenn man nicht weiß, woher man kommt. Ist richtig blöd, oder? Also ja, für mich, also ich weiß ja, aus welchem Land ich komme, aber ich meine nur, die Heimat, ich hasse die Heimat, also ich liebe die Heimat, aber für mich ist es so, also bei unserer Religion Islam ist es haram, weil man muss auf seine Religion stolz sein und nicht auf sein Land stolz sein, also. Man sucht es ja nicht so oft, man geht nur zu einmal im Jahr dorthin und ja, mir bedeutet das echt sehr viel. Und ich finde es halt blöd, wenn man halt nicht weiß, wo man herkommt. Das ist richtig blöd. Also, unsere Heimat ist Kosovo. Das ist das Beste. Heimat ist einfach das Beste. Dort war viel Krieg in meiner Heimat. Die ist nicht besonders reich. Aber trotzdem lieben wir unsere Heimat. Die Heimat halt, von wo ich komme, also Rumänien. Ich komme aus Rumänien. Aber jetzt wohne ich in Österreich. Kosovo. Ich bin gerne in Kosovo und dort sind viele Verwandte von mir. Aber es sind auch viele in Österreich und wir sind sehr lange schon in Österreich und es macht auch Spaß in Österreich. Aber mehr macht Spaß in Kosovo, ja. Ich bin nur wie ein Land, in dem ich zum Urlaub gehe, Sommerferien und so. Ich fühle mich wohl bei meinem Heimatland. Dass meine Bekannten dort leben, dass ich mich dort wohlfühle, dass ich dort auch Spaß habe. Ja, und dass ich dort spielen kann mit Freunden. Heimat, also mein Zuhause, also meine Nationalität. Zum Beispiel bei mir ist es Türkei. Meine Heimat ist mir sehr wichtig, also mein Stamm, wo ich herkomme. Und ja, es ist halt sehr wichtig für mich, weil ich dann weiß auch,
woher ich komme, von wo ich komme, wie, also eine Nationalität, also eine Heimat ist sehr wichtig, weil es gibt manche Leute, die keine Heimat haben. Also für mich, also manche Leute wissen ja nicht, woher sie kommen. Da können sie auch nicht zum Beispiel, wenn du eine Arbeit suchen musst und sagst, wo deine Heimat ist, das muss man ja wissen. Also das ist mir sehr wichtig, weil da muss man auch aufschreiben, woher man kommt und so. Und ja. Da, wo man sich wohlfühlt, wo man freies Willen hat. Heimat ist, wo alle gemeinsam geliebt werden. Also, wenn man etwas falsch macht, dass sie zu dir halten. Heimat ist dort, wo du herkommst. Also, Türkei oder Pakistan, Mazedonien und so weiter. Heimat ist einfach, wo Familie ist. Also Stolz, also das ist ja, wo ich herkomme, wo ich geboren bin, meine Kultur, die Gläuben, also ja, Tradition und so, das für mich bedeutet Heimat irgendwie viel, aber auch nicht so viel. Also für mich ist die Region ein bisschen wichtiger als Heimat, ist mir Region wichtiger. Ja, egal, ich meine, egal von welchem Land wir kommen, wir sind Menschen, wir sind so wie Brüder. Egal, wenn du Moslem bist oder Christ bist, wir können Freunde bleiben. Nicht bleiben sein eigentlich. Ja.